Hört ihr eigentlich die ganze Zeit, wie das klimpert? Ja. Das würde mich so nerven. Ja, aber das bist du selber, ne? Ja, ich weiß. Aber Licht ist die Essenz des Lebens. Unter anderem neben Wasser. Und da rennt das Team. Da rennt das Admin-Team um ihr Leben. Die Zeit im Rücken. Werden sie es schaffen oder nicht? Ich glaube schon. Sie haben es bis hierhin geschafft. Dann werden sie es sicher auch noch weiter schaffen. Auf jeden Fall haben sie viel Ausdauer, sind gut am Rennen. Und es ist hier wirklich ein Bunker, ja. Macht ihr wohl hier einen Ausdauerstopp oder was? Oder wollt ihr einfach nur getarnt sein? Ausdauer. Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer. Ich weiß nicht, ob wir jetzt rein müssen, aber das hat sich ja im Text so angehört, aber ich... Ja. Ist das ein neuer Bunker oder ein alter, ne? Hat jemand von euch keine Waffe dabei? Ich hab nur Katana und Bogen, aber wird schon. Okay. Es wird gruselig. Guck mal, hier ist Heli-Landeplatz. Ich traue mich gar nicht, hier irgendwas zu sagen. Es ist einfach nur übelst spannend. Weil jetzt mit der Einbruch der Dunkelheit geht es noch in den Bunker rein. Also ich glaube, es könnte nicht noch spannender sein. Deswegen lasse ich einfach mal, ich lasse es einfach laufen und guck, wo hier das Kollegium sich hinbewegt. Ich sehe gerade aber kaum Zombies am Start. Das ist schon mal positiv, muss ich sagen. Und ja, sie werden jetzt ihren Weg sparen und hier eine noch einen Hinweis suchen, eine Kiste finden, einen Teil für die C4-Bombe. Es bleibt spannend. Ich halte mich bedeckt im Hintergrund. Bei so vielen Leuten, also wenn hier eine Horde kommt, uiuiui, dann ist Feierabend. Dann ist auf jeden Fall Feierabend. Also hier sollten sie sich echt ein bisschen beherrschen, sag ich mal so. Wenn sie hier zu schnell A unterwegs sind, Punkt B, wenn sie nur mit dem Paddel laufen oder sonstiges, dann wird's wohl Brühe werden. Ja. Keine Kiste gefunden. Also ich höre schießen, aber sehen tue ich es nicht. Gucken wir mal entspannt, was hier Lady Gaga macht.
Oh. Irgendwo geht's jetzt fies zur Sache. Wenn hier eine dicke Horde kommt, dann wird es auf jeden Fall sehr eng werden. Gerade bei so vielen Leuten hier, es ist echt mega tricky. Oh, haben die doch nicht gefunden. Geht's wieder raus? Oder geht's jetzt einen anderen Weg? Oh, das wird gerade von unserem Team ein bisschen der Bunker geklärt. Kann natürlich auch sein. Oh. Hier wollen wir natürlich nie eingreifen. Sie bluten, sie bluten. Eben mal hingeguckt. Oh nein. Ach, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ach hier. Ha, oh, Gott sei Dank. Hm. Es bleibt weiter spannend. Werden sie die Kiste finden? Hier waren wir gerade. Alter, ich finde hier nicht mal raus. Hier waren wir gerade. Hier waren wir auch gerade. Hm. Ich glaube, hier könnte es runtergehen, oder? Ah, ich höre Stimmen. Bleiben Sie mal stehen. So, Ihr Kollege, der Adakas. Kann mal bitte herkommen. Wer sind Sie denn? Wo ist denn hier Kollegin Adakas? Soll mal bitte hierher kommen. Dass er unsere Klamotten anzieht, ist kein Plan. Das ist nicht gut. Ah, was ist das? Oder finden Sie auch mal was? Sie scheinen etwas gefunden zu haben. Stehen bleiben, haben wir gesagt. So, sofort die Sachen ausziehen von uns. Ich habe keine anderen Sachen dabei. Wo haben Sie die her? Die hatten vorher andere Klamotten. Warum tragen Sie unsere Klamotten? Nicht gefunden. Dann laufen Sie nackig. Ziehen Sie jetzt die Sachen aus. Dann ziehen wir sie aus. Also wieder angemunkelt. Wir haben ein Boot hier unten. Jürgen, du hast eine Infektion, hast du ein paar Antibiotika? Mehr andersfarbige Klamotten habe ich nicht dabei. Hier, wir haben hier ein Antibiotika-Problem. Könnte mal jemanden retten? Mal versuchen, Widerstandsklamotten anzuziehen. Ziehen wir die Klamotten aus. Wo ist der Rest von Ihrem Team? Ich habe gar keine Ahnung. Die sind vielleicht noch in dem Bunker drin, wisst ihr nicht? Kümmern Sie sich drum, die haben doch eine Verbindung. Wieso? Ihr habt doch unsere Technik. Portet sie doch her. Nö. Schlaumeier. Die sollten auf ihr Team aufpassen. Dann lassen wir sie drin sterben. Ist nicht unser Problem. Dann sterben sie halt da drin. Oh, wo ist meine Taschenlampe? Ja, Kollege. Wo geht's hin? Nehmen wir mich wieder mit dem Floß? Wenn die ihr Team im Stich lassen und sich aufteilen, dann selber schuld. Ja, aber nehmt ihr mich damit rüber wieder? Ja, natürlich. Und man müsste vielleicht. Okay, cool. Wir müssten auf jeden Fall mal einen Jürgen retten, weil der hat keine Antibiotika und der stirbt sonst gleich. Wo ist denn der Jürgen? Der ist vorne, ich wollte ihn vorne verbinden, aber ich hab. Ach, hier ist mal ein Baum. Vorsicht. Wo ist denn der Jürgen? Jürgen, bleib doch mal stehen. Geht's dir nicht gut? Was ist denn los? Geht's Ihnen nicht gut? Zeigen Sie doch mal her. Ihre Wunden. Ja, ach ja. Schauen Sie mal. Sind ja keine Unmenschen. Nehmen Sie mal eine Tablette, bitte. Ihr Körper ist schon schwach. Der schafft es nicht. Ja. Wir haben noch was vor mit Ihnen.
Wäre schade, wenn sie uns jetzt unterwegs hier schon wegnippeln. Alles gut. Alles wieder. Wie steht es um Ihren Magen? Bräuchten Sie was zu essen? Nö, nee, das geht noch. Ich bin hungern gewöhnt. Ja, dann geben Sie mal am besten Tabletten wieder. Nehmen Sie Ihr Schwert. Vielleicht brauchen Sie es noch zur Verteidigung gegen die bösen Puppets. Und dann. Ja, Sie müssen wissen, wo Ihr Rest vom Team ist. Die sind gerade zusammen rein. Haben Sie die verloren? Ach, das arme Ding. Schon, danke. Ach, ist das nicht schön romantisch hier am Strand? So ein Spaziergang mit Licht. Ja, wunderbar. Ich denke auch. Ja, es geht langsam, aber sicher von der Insel runter. Ich denke, bei meiner Abwesenheit im Bunker, bei dem ganzen Chaos, haben sie die Tipps gefunden und die restlichen Zutaten. Jetzt müssten sie quasi nochmal irgendwo hin, eventuell. Und dort eine Baumwürze bauen. Wir werden sehen, ob sie es schaffen. Ich bin gespannt, ob sie überhaupt erstmal alle gesammelt von der Insel runterfinden. Ich hoffe, ich finde runter von der Insel. Weil hier ist der Kollege, genau. Ach, ich bin schon langsam am Atmen, so ein bisschen. Ja. Ganz schön ausdauerzerrend, die Sache hier. Wir haben ja einen Fahrservice. Herrlich. Kann ich einfach so runterspringen? Einfach runterspringen, oh. Ist für die. Ich kann mich gerade nicht hinsetzen. Jetzt könnt ihr euch hinsetzen. Hinsetzen. Ja. Diego. Ist denn noch Platz? Haben die es jetzt eigentlich geschafft oder noch nie ganz? So, es geht wieder von der Insel. Diesmal in Dunkel. Es scheint, dass das Admin-Team alles gefunden hat, was es brauchte zum Fortführen der Mission. Sie werden jetzt wieder mit Paddel bewaffnet. Quasi vom Ufer ab wieder in Richtung andere Seite fahren. Beziehungsweise paddeln. Und ja, so ist die Mission. Das ist ja auf der Mission. Und bis jetzt läuft es ja ganz gut. Hier sind sie schon auf dem Weg. Schon fast da. Zumindest der eine oder andere. Ja. Sind fast am Ufer. So, jetzt sind auch wir gelandet. Perfekte Grande. Und die Lampe ist an. So. Na, perfekt. Zeit vergeht. Es ist ja schon wieder dunkel. Ja, unsere Kollegen fehlen noch und dann fahren wir. Los. Ja, die sind ein Team. Warum agieren sie nicht als Team? Na, wenn die langweilig lahmarschig sind, können wir nicht. Ja. Das halten Männer da. Eieiei. Ja, ne? Hören Sie mir bitte zu, die Damen. Die Damen. Sie haben einen Auftrag. Wir wollen eine fertige C4-Bombe. Wir haben jetzt einige Teile bekommen. Den Rest der Teile, das muten wir Ihnen zu, finden Sie auch. Wir geben Ihnen jetzt noch eine halbe Stunde. Uns ein wir haben doch alle, oder nicht? Sie haben vier Bestandteile. Haben Sie mal geschaut in dem kleinen Büchlein, was eine C4-Bombe benötigt? Oh. Sie sollten vielleicht mal in Ihr Büchlein schauen. Da fällt Ihnen vielleicht auf, Klebeband, Schrott, Draht, Handys, Sprengkapsel. Das ist einfach ein Händler vorbeifahren. Die findet man wie Sand am Meer oder wie Sand im Schweden. Hey, kurze Frage. Wir gehen jetzt in einer halben Stunde. Schauen Sie, dass Sie zeitnah fertig sind. Der Übergabeort. Ist das Bootcamp? Ist die wunderschöne Burg B3 zu C3. Wir erwarten Sie dort. Haben Sie das so verstanden? Wo gibt's denn eine Burg? Ach so. B3 zu C3. Ja, gut. Ja, genau. Wenn wir es Sie haben 30 Minuten.
Ja, ja, in 30 Minuten sind der alte Säcke da drüben immer noch nicht hier. Das ist ihr Problem. Sie mein Beamer ist kaputt. Auf Wiedersehen. Ja, toll. Wir müssen noch beim Händler vorbeifahren, um die Bombe zusammen zu basteln. Andere Seite. Wir müssen erstmal wieder von der Insel runterkommen. Ihr seid noch auf der Insel, oder was? Nee, die anderen Menschen da hier, Opa, der, also nicht du Opa, sondern der Jürgen. Der ist doch schon, die sind doch schon drüber gepaddelt. Achso, die haben es geschafft, okay. Also die Mädels waren gerade da und auf dem Wasser habe ich, glaube ich, noch zwei Paddel gerade ankommen sehen. Achso, ja, ne, gut. Fahren aus, aber haben noch zwei. So, die kommen jetzt auch zur Burg mit Tisch. Jo. Na gut. Wenn das Tisch ist. Wenn das Tisch ist, das wissen wir nicht. Dann sperren wir halt beide ein, den Tora und den... Kurz, MP, kannst du rausfinden, also wenn wir es aus-MPen, ob es Dish oder Howard ist? Howard und Dish haben so oft untereinander die Namen getauscht. Ich muss gleich erstmal gucken, wie oft, um zu sehen, wer ist. Das sehe ich jetzt. Dass du halt einen Scan machst, ne? Dass wir halt dann einfach den Chip scannen. Oh, Scheiße. Ah, okay. Ich mach den mit raus. Ja, aber Howard müsste sich ja optisch auch verändert haben. Dish ist eine Frau, Howard ist ein Mann. Stimmt. Also das müssten sie eigentlich mitgekriegt haben. Also Howard ist vermutlich ein bisschen übergetreten. Also haben wir jetzt nur noch im Peeving-Announcement, dass wir gleich noch eins machen. 10-20 Minuten bis Übergabe ist das. Dass wir den jetzt auch ein bisschen ne, Dampf machen. Ach, ja, dann war es kein Verlust, dass ich ihn umgebracht habe. Hast du erschossen oder auch verprügelt? Ich habe ihn erschossen. Dann erschossen. Okay. Ich habe ihn einmal angeschossen, dass er gehumpelt hat, dass er stehen bleibt. Und danach hat er angefangen mit Prügeln, weil er auch schon... Weil ich eine tödliche Wunde vorbeigegeben habe. Ah, shit, Licht vergessen. Guten Tag, Leute. Genau. So, jetzt sind wir hier in der Burg gelandet. Und so, meine Lampe wieder am Start. Wir warten jetzt quasi auf das Admin-Team, dass sie hier quasi die zusammengebaute Bombe uns vergeben können. Und dann schauen wir weiter, wie die Geiselnahme fortgeführt wird. Ob es noch ein Happy End gibt oder nicht, das sagt euch gleich das Licht. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir hoffen, dass ihre Kollegen sie gleich wir haben eine 20 Aufgabe Minuten bekommen. Bis zur Deadline. 20 Minuten haben sie danach. Ja. Dann so erlöst. Danach bin ich entweder tot oder... Das müssen sie dann gleich lernen. Aber... Ja, die haben sich ein Gefängnis hingebaut in der Burg, okay, gut. Wissen Sie, wir waren ja sehr hilfreich, wir haben geholfen, die haben sich verirrt, die haben gesagt, Mensch, ne, wir wollten ja auch nicht, dass ihnen was passiert. Problem ist, wenn Kollegen von ihnen hier anfangen rumzutrollen, Scheiße zu bauen, deswegen gab es leider Verluste. Wir wollten keine Gewalt anwenden, aber jetzt leider, wir sind nicht auf der Insel. Um Menschen zu schaden. Wir wollen Menschen zu helfen. Ja, es stört auch keiner, aber wenn ihr Kollege Gewalt anwendet, ein Kollege bei uns angreift und versucht, ihnen schwer Schaden zuzufügen, sodass sie vielleicht auch sterben, dann müssen wir diese Person außer Gefecht setzen. Und es waren schwere Blutungen bei unserem Kollegen, das können wir halt nicht dulden. Ich denke, sie haben Verständnis, dass wir so agieren müssen. Weil wir sind ein Team, wir halten zusammen. Da hat ihre Kollegen zum Beispiel bei einem, gerade bei einem, ne? Die mussten ja was suchen. Die haben sich aufgeteilt. Also so wirklich Teamwork, weiß ich nicht. Da sollten sie vielleicht mal noch so ein Teambuilding, so Maßnahmen machen. Dass sie vielleicht zusammenhalten, weil es geht immer nur um ihr Leben. Und die lassen die Zeit, die fahren zum Loot-Drop und looten den. Anstatt sich gezielt auf die Suche zu machen nach den Sachen, die sie brauchen, um sie zu retten. Ja, was soll ich dir sagen? Du, vielleicht... Vielleicht wollten sie mich gar nicht retten. Ja, sie haben diese Weltmeisterschaft bekommen. Wir sind gespannt, ob wir gleich unser gewünschtes Sprengladungchen bekommen. Irgendwann wurde mir mein Handy abgenommen. Dann wurde mit meinem Handy hat jemand anders geschrieben. Dann dieses Ganze da geschreiber. Ist ja hier kein ist ja nicht kein Urlaub. Die haben ihre Kollegen damit auch abgelenkt. Die wollten ja, dass ihre Kollegen und Kolleginnen fokussiert bleiben.
Wie gesagt, also das wurde mir dann weggenommen. Ne? Ja. Die Hälfte von dem ganzen Zeug habe ich gar nicht geschrieben. Ja, das konnte ist ich wirklich so. Alles obwohl da mein Name vorstand. Lady Gaga fragt, wohin. Ja, die Mädels wissen wohin. Dann müssen die sich jetzt... Okay, warte. Ihre... Vielleicht kann der Tisch mal ein bisschen wie so ein Mäuschen piepen oder so. Mäuschen, piep einmal. Kann ich hier vielleicht mal... Warte, weil ich schreibe das. Mitarbeiter Kanti und Lizzie haben klare... Ich schaue, so falsch mit dem Gedächtnis nicht ganz so gut. Ne? Ja, kann durchaus sein. Bei den zwei Mädels durch die ganzen Drogen ist es schon schwierig. Ja, und kann man auch die lecken manchmal in so einem Stein oder am Buschwerk. Und da kann man mal sowas vergessen. Hier kommt einer. Da kommt ein Auto. Ja. MP, geh doch mal raus, ich will das sehen. Oh, es ist so spannend hier. Du hast doch einen Stream an MP. Ich will das sehen, was da draußen passiert. Schau mal. Aha. Okay. Gucke mal, einer schau. Ah, Niki hört auch im Stream an. Ein wunderschön. Guck mal, da leuchtet man. Die haben es geschafft. Ah, ja. Aber ich habe eine Frage. Wir haben ihnen vor 10 Minuten gesagt, wo der Ort ist. Wie kann es sein, dass sie keine 4 Minuten später nachfragen, wo sie hin müssen? Also, die das vorher gesagt haben? Ich habe ihnen beiden unten am Strand gesagt. Können wir hier mal weitermachen oder diskutieren wir hier nur rum? Ich fühle mich etwas verarscht, weil. Ja, ich auch. Können wir jetzt weitermachen? Ja, dürfte ich bitte sehen, was sie haben? Ja, ich habe das alles in der Hand. Soll ich dir das auf den Boden scheißen oder was? Wir wollten den fertigen Sprengsatz. Die fertige C4-Bombe. Keine Einzelteile. Wir wollten die fertige Bombe. Dann würde ich Sie bitten, na, kleben Sie zusammen und überreichen Sie das fertige Item. Ja, ich denke mal. Sie müssen sich überlegen, wie Sie das craften. Sie bräuchten da, glaube ich, eine Werkbank oder sowas. Ich glaube. Nee, müsste funktionieren. Rein theoretisch habt ihr alles. Oh, jetzt geht's los. Mr. Gaga am Craften, oh yeah. Tada! So, fertig. Zünd den Knaller. Mr. Diego. Excuse me, Mr. Diego. Wir haben ja eine scharfe Bombe. Hallo? Ja. Oh. Da. Ah, sieht gut aus, Kabel stimmen. Und da. Vorsicht. Achso. Ja. Sehr schön. Sie haben die Aufgabe erfolgreich gelöst. Etwas langsam. Wir haben gehofft, Sie sind schneller. Aber gut. Sie haben es ja noch geschafft. Sie können gerne mit reinkommen. Dann können Sie gerne mit Ihrem Kollegen des Weges amten. Ja, also Bombe haben Sie geschafft. Gemacht, getan. Sie haben es geschafft. Man glaubt es kaum. Wir haben dir gerettet. Hey, Xanti. Na Gott sei Dank, du lebst ja noch, Mensch. Was? Gaga, wer sind Sie? Oh mein Gott, du hast einen Wächter. Ja. Ja, jetzt könnt ihr... Ach, du hast einen Gösi, Natal. Mir geht. Ja, mental bestimmt nicht so gut. Tust du mir ja tatsächlich noch mehr leid, als ich mir selber leid tue. Oben runter. Der Gösi war die ganze Zeit bei dir. Nee, war nicht. Der hat zwischendurch mal aufs Wasser geschossen. Und der Beine halt den Kopf. Sonst wird hier langsam Waffe weg.
Packen Sie bitte Ihre Waffen weg. Ich könnte noch ein C4 platzieren, das wäre ein Spaß. Das wird jetzt die Übergabe. Die Waffe weg. Auch der Bogen ist eine Waffe. Ja, um das kurz zu machen, ne? Wie Sie sehen, Ihr Kollege ist wohl auf. Holt mich hier raus. Wir würden ihn jetzt übergeben, aber seien Sie auch. Der Widerstand hört und sieht alles. Behandeln Sie die Gefangenen gut. Sonst sehen Sie uns sehr bald wieder. So, Gefangenen gut behandeln? Okay, warte, stopp. So, raus. Mist. Hätte ja klappen können. Hallo. War. Hallo. Ah, danke. Wir werden uns wiedersehen. Danke, dass ihr alle da seid. Gerettet? Wo ist jetzt der Stuhl? Wir geben nur einen Dusch und den nehmen wir jetzt mit. So, Dusch, komm, wir beschützen dich. Wir nehmen dich in die Mitte und dann nehmen wir den jetzt mit. Alle mal reingehen. Ihr nehmt Dusch mit? Ja. Ich hab keine M16 gehabt. Sie dürfen gehen. Dusch. Freier Abzug. Gleich laufen. War das im Gefängnis selber drin? Ja, ja. Okay, vielen Dank, ihr verehrten Entführer. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Bei deinen Entführern, was haben die mit dir gemacht? Was ist los mit dir, Tisch? Sehen Sie es auf der anderen Seite. Ich bin ein Zombie. Wir müssen uns mehr um unsere Gefangenen kümmern. Hier sind so gemeine Tech 1. Feuerwerk! Zünd den Knaller! Puff, irre! Super. Lass uns mal lieber schnell gehen, bevor hier noch irgendjemand stirbt. Jürgen, darf ich bei dir mitfahren? Nein. Na klar. Wo ist denn Gössi? Wo ist Gössi? Hier bin ich. Vor dir. Hier? Ja. Ja, danke. Danke, weil ich dich angepinkelt habe. Ja. Aua. Oh. Hallo. Alter. So geht das. So, Jürgen, schnell weg. Sie waren ein ganz hervorragender Lichtbringer und Leuchter. Vielen Dank für dieses hervorragende Kompliment. Das weiß ich sehr zu schätzen. Gerne, gerne. Genau, also, Sie waren eine helle Leuchte. Sie eine helle Leuchte, bitte. Ich bin gerne eine helle Leuchte gewesen und ihr seid auch ein sehr schönes Team gewesen, quasi in Team. Ja, wir haben quasi ein paar Mal, aber in sonst Team? Waren wir ein Team. Nee, hat in schon gut Team geklappt. Es hat sehr gut geklappt. Auch die Sache, dass ihr gar keinen auf der Insel zurückgelassen habt und quasi zusammen im Team wieder zurück seid, hat richtig gut geklappt. Ja. Ja, weißt du, ich hab schon mit dem Vorgesetzten geredet, dass wir mal Teambuildings machen also sollen. Also, ich mach mir Sorgen um Jürgen, weißt du, der stirbt fast an der Infektion. Und ihr lasst den alten Opa zurück auf der Insel, ist schon ganz schön frech. Naja, der Weg war halt echt lang, jetzt. Ne? Der war lang und wir mussten uns ein bisschen beeilen. Paddeln. Ihr müsstet euch entscheiden, entweder Jürgen oder halt eine C4-Bombe. Ich kann das schon verstehen. Kennst du das nicht? Das ist wie in der Tierwelt. Die Verwundeten bleiben halt zurück, ne? Das ist auch das stimmt. Da kannst du nicht machen. Nichts mehr. Wir mussten halb vom Boden abkratzen, weißt du? Gut. Meine Damen und meine Herren da draußen, ich bedanke mich fürs Zuschauen.
das war ein kleines unterhaltsames Event hier in Scum. Und Ego. Danke an alle Organisatoren und Mitmacherungen, an die Menschen, die halt ja, mitgewirkt haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss.